Mit 9 bis 13 Jahren kommen Mädchen in die Pubertät und haben ihre erste Periode. Ab diesem Tag schwanken ihre Hormone. Das beeinflusst ihren Körper, Hirn und ihr Verhalten. Das nennt man Menstruationszyklus. Der Menstruationszyklus hat 4 Phasen. Menstruation, Follikelphase, Eisprung mit fruchtbarer Zeit und Lutealphase. Der Zyklus dauert durchschnittlich 28 Tage. Bei den meisten Frauen variiert die Dauer jedoch zwischen 22 bis 35 Tagen. Er kann regelmäßig oder unregelmäßig sein. Da die Menstruation eine Folge von Veränderungen ist, die vor der Menstruation stattfinden, beginnen wir unsere Geschichte mit der Follikelphase. In der Follikelphase steigt das Hormon Östrogen stetig an. Lea fühlt sich glücklich, ist körperlich stärker und in allgemeiner Topform. In ihrem Körper wird die Gebärmutterschleimhaut dicker. In den Eierstöcken reifen Follikel. In einem davon ist eine winzige Zelle, die bald ein Ei wird. Am Ende dieser Phase bemerkt Lea eine Änderung in ihrem Ausfluss. Beim Eisprung gibt der Eierstock das Ei frei. Es wandert zur Gebärmutter und nistet sich in der Schleimhaut ein. Etwa 5 Tage lang könnte Lea nun schwanger werden. Durch das viele Östrogen interessiert sich Lea mehr für Jungs. Sie achtet mehr auf ihr Aussehen. Ihre Sinne sind schärfer. Sie hört, sieht, schmeckt und riecht besser. In der Lutealphase steigt ihre Körpertemperatur leicht an. Leas Brüste sind empfindlicher und geschwollen. Sie hat manchmal Gelenkschmerzen, was ihr das Skateboarden schwieriger macht. Wie fast alle Frauen kann Lea jetzt das prämenstruelle Syndrom erleben. Wenn es schlimm ist, will sie allein sein. Sie ist launisch und hat Gedanken, die sie nachts wach halten. Wenn keine Schwangerschaft eintritt, stößt Leas Gebärmutter die verdickte Schleimhaut ab. Das führt zu Blutungen und oft schmerzhaften Krämpfen. Das ist der erste Tag der Menstruation. Lea ist jetzt erschöpft. Sie kann sich schlecht konzentrieren, ist unmotiviert und kann keinen Sport machen. Das nervt sie sehr. Aber bald fühlt sie sich besser und der Zyklus geht weiter. Jede junge Frau erlebt den Menstruationszyklus anders. Die Perioden reichen von wenig bis gar keine Beschwerden, bis hin zu starken Blutungen und intensiven Schmerzen. Etwa 1 von 10 Mädchen hat mit einer sogenannten Endometriose zu kämpfen. Endometriose ist eine Krankheit, bei der Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst. Das kann zu starken und anhaltenden Schmerzen während der Periode, beim Sex oder auf der Toilette führen. Es kann sogar Unfruchtbarkeit zur Folge haben. Was denkst du? Wie beeinflusst der Menstruationszyklus dein Leben oder das Leben deiner Partnerin oder Freundin? Wie kann die Gesellschaft Frauen und Mädchen unterstützen, die regelmäßig Schmerzen und Müdigkeit erleben? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts.